Ein Prinzip des Evangeliums Jesu Christi ist, dass Menschen persönliche Offenbarung bekommen können. Und das kommt durch die Gabe des Heiligen Geistes. Wir glauben, dass der Heilige Geist das dritte Person der Gottheit ist, und dass er mit uns spricht, also zu uns spricht und sagt die Worte, die der himmlische Vater will, dass wir hören. Und das habe ich erlebt in meinem Leben. Und es ist so ein großes Geschenk in meinem Leben, weil wir zu dem himmlischen Vater beten können. Und wenn wir Fragen haben, was wir in unserem Leben tun sollen, soll ich diese Entscheidung machen, treffen oder diese, soll ich diese Person heiraten oder eine andere? Auch wenn wir Trost oder was auch immer wir brauchen, können wir beten zum unseren himmlischen Vater, und der wird mit uns sprechen, und der wird durch die Gabe des Heiligen Geistes wird er zu uns reden. Er wird uns diese Offenbarung geben. Und ich habe das erlebt in meinem Leben, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, auf Mission zu gehen, als Missionarin zu sein. Ich wusste nicht, ob das oder weitere Studieren an die Universität richtig war und so. Ich habe gebetet und habe gespürt sehr, sehr, sehr stark, dass das eine Mission war, das Richtige für mich. Und ich bin so dankbar dafür. Es hat auch geholfen später, als nach meiner Mission. Ich war mit einem Mann zusammen, und also wir haben gedatet. Und ich wollte auch nach China als Austauschstudenten gehen, zu studieren für 4 Monate. Und ich musste viel Offenbarung bekommen, weil das mir so wichtig war. Und auch mit Sachen, die nicht so wichtig waren in meinem Leben, habe ich gefunden, dass der himmlische Vater unsere Gebete hört. Und dass durch den Heiligen Geist kann er mit uns reden. Und ich spüre seine Antwort und was er will, dass ich tue. Das heißt nicht, dass ich muss das tun, oder ich kann noch entscheiden, aber wenn ich weiß, was er will, dass ich tue, was er glaubt, was er weiß, das Beste für mich ist, dann werde ich das entscheiden, diese Beziehung mit ihm und auch mit dem Heiligen Geist habe. Ich weiß, wie er spürt zu mir, und für jede Person ist das anders. Wie der Heilige Geist spürt, ist ein sehr persönliches Gefühl. Aber jede Person kann das bekommen. Und jede Person kann diese Offenbarung für jede Sache seines Lebens, kann diese Offenbarung bekommen.